Hallo liebe Kunden und Fleischliebhaber der Metzgereien Feinkost Weber. Heute wollen wir was Besonderes machen und zwar wollte ich euch einfach mal zeigen, wie wir unsere Spießchen machen. Wir haben so kleine Spießchen, das heißt, wir haben hier eine Form und das zeige ich euch ganz gern mal, wie wir unsere kleinen Minispieße machen. Wir haben also Schweineschulterfleisch, 6 Kilo auf der Aufschnittmaschine, klein geschnitten, werden das jetzt schön mit einem Gewürz kräftig würzen. Ich nehme da kein Öl dazu und werde einfach nur eine Trockenwürzung machen. Die Scheiben schneide ich nicht ganz so dick, so in der Schnitzelstärke. Würze mir das jetzt alles schön und werde das dann anschließend in den Würfel hineingeben, um dann nachher gleichmäßige Spieße herausschneiden zu können. Und nun werde ich einfach das Fleisch hier reinschichten. Wenn ich das dann alles schön geschichtet habe, werde ich das ein bisschen anpressen und, das werdet ihr gleich sehen, dann die Spieße hineindrücken. So, ich glaube, mein Kameramann hat wieder einen Cut gemacht, weil ich so viel laber und deswegen ganz einfach hier jetzt alles eingeschichtet. Ja, ihr seht also jetzt den Würfel, wo wir die Schweineschultern hineingegeben haben. Die Schweineschultern werden jetzt quasi mit einer Lochplatte hier oben noch einmal versehen. Und wir schrauben jetzt einfach mal, das lege ich mal ein bisschen beiseite. Wir schrauben quasi das hier fest. Wird hier runtergedrückt. So, dann haben wir das dementsprechend gepresst. Und jetzt geben wir die Spießchen rein. So, jetzt haben wir unsere Spieße alle hineingegeben. So schaut das dann aus, dass wir also hier unsere 81 Spieße reingemacht haben. Wir haben es ein bisschen gepresst. Ich mache das immer hier ganz gern, damit der ganze Apparat ein bisschen einen Stand hat. Jetzt mache ich das mal auf. Weil wir wollen ja jetzt Spieße schneiden. Ihr könnt euch schon vorstellen, wie das funktioniert. Das ist so, einmal aufmachen. Das ist quasi entspannt. So. Und hier haben wir jetzt quasi unsere gepresste Schweineschulter. Und wie ihr euch das schon gut vorstellen kann, brauche ich jetzt ein großes Messer. Gehe hier dazwischen, lege das Messer quasi hier dementsprechend an und schneide hier mit schönen Schnitten herunter. Ja, schön gerade runterschneiden und ganz wichtig ist es, dass man die Spieße auch ganz gerade hinein sticht, dass man nicht auf einmal das Holz durchschneidet. So, oder? Wir alles beiseite legen. Dann öffne ich die Form. So. Und hole das heraus. Hab jetzt hier meine Platte, wo ich dann einfach meine Spieße herausnehme. Und schon habe ich hier leckere Spießchen, die man dann wunderbar, ihr seht, so auseinander machen kann. Und dann brauchen wir die nur noch auf den Grill zu legen. So einfach geht das. Kleine Schweineschulterspießchen oder auch wie gesagt vom Lamm. Es gibt da der, ja, ihr könnt alles machen. Gibt da keine Grenzen, seid innovativ, probiert einfach aus, nehmt ein gutes Fleisch. Für Kommentare und Likes würde ich mich total freuen. In diesem Sinne, euer Olli. Ciao.